Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Gast-Let's Play mit Polaris Sektor. Ich bin Zakor. Wir sind gerade dabei, unsere Flotte aufzubauen, aber erst musste ich hier mal auf unserer Produktionshochburg noch eine weitere Orbitalwerft in Auftrag geben. Wir festgestellt haben, dass das Verhältnis der normalen Produktion zur orbitalen Produktion ungünstig war. Wir sehen ja hier zum Beispiel, der Träger ist schon fast abgeschlossen, aber ihm fehlt noch orbitale Produktion. Das Verhältnis sollte, glaube ich, so 10 zu 1 sein und wir haben hier 17 zu 1. Das heißt, wir müssen da noch ein bisschen nachhelfen mit einer weiteren Werft. Außerdem haben wir jetzt ganz viel Überschuss an Bevölkerung und werden hier erstmal die Initiative der Bevölkerungskontrolle starten. Denn sonst bekommen wir bald Nahrungsprobleme. Wir haben jetzt schon pro Monat minus 36.000 Nahrung. 20.000 Bevölkerung steht im Moment unbeschäftigt herum. Gut, 10.000 werden sich gleich in die Werft begeben, wenn die fertig wird. Aber trotzdem, man sollte nicht zu viel Bevölkerung überschüssig lassen. Auf dem Planeten ist es ähnlich. Hier haben wir schon angefangen, unsere Nahrungsproduktion zu steigern. Das werden wir jetzt gleich noch erweitern. Ich gebe hier mal ein paar Farmen im Auftrag. 18, dann werden wir 20 haben. Und damit es zügiger geht, hier noch die Bonusinitiative. Genug Bevölkerung haben wir. Aber ich lasse es mal so. So, ich schaue nochmal die anderen Planeten an. Hier hatten wir bei einigen Planeten schon die KI machen lassen. Hier zum Beispiel, dass sie den Planeten zu einem Forschungsplaneten ausbaut, weil der einen schönen Bonus hat. Da haben wir festgestellt, dass man auch die Bauliste noch verändern kann. Das hat mir sehr gefallen. Das übernimmt die KI also auch. Hier hatten wir auch einen Planeten für die Forschung genommen. Ja, das sieht doch gut aus. Scheint sinnvoll zu sein, was die KI daraus macht. Haben wir hier noch irgendwie... Ah, hier haben wir auch die Bonusprojekte am Laufen. Hatten wir hier auch das Bonusprojekt? Ja. Damit es zügiger geht. Denn wir haben auch genug Radium und Gravitonium. Die haben jetzt zwar eine kleine negative Bilanz, aber das geht schon, so ewig werden wir das ja nicht laufen lassen. Wir können ja mal kurz auf die Wirtschaftsübersicht gehen. Ja, wir haben hier anscheinend 4 Projekte am Laufen, die uns Gravitonium und Radium verbrauchen. Sollte man vielleicht mal gucken, ob wir nicht eins ausstellen können. Nee, hier glaube ich auf Mira. Aber da ist die Fabrik auch noch nicht fertig. Die würde ich schon noch fertig gebaut haben wollen. Wie sieht es hier aus? Hier werden wir das machen. Wenn die Fabrik fertig wird, haben wir sowieso noch nicht genug Bevölkerung. Das heißt, die kann ruhig noch ein bisschen länger brauchen. Müssen wir dann gucken. Weil die Fabrik hat ja sowieso gerade nicht viel Sinn, weil hier gleich nämlich die Unruhe kommen wird, weil über 5000 Bevölkerung auf einem unverteidigten Planeten sind. Werde ich hier vielleicht mal gleich eine Polizeieinheit bauen. Aber die Fabrik wurde ja automatisch eingestellt. Ich weise also jegliche Schuld von mir. So. Das ist unser Wüstenplanet. Der baut uns eine radiochemische Anlage. Auch schön. Gut, damit bin ich erstmal zufrieden. Unser Scout ist auch schon halb fertig. Dann können wir endlich mal wieder was machen. Hier ist die Schiffswerft fertig geworden. Nein, hier meine ich. Und es wird an einem Träger gebaut. Wobei, wir haben hier nochmal noch Überschuss an Bevölkerung. Vielleicht baue ich nochmal eine Werft. Noch eine Werft und ein paar Fabriken. Ja, ich komme immer wieder auf den anderen Planeten. Denn dann wird es ja wirklich brummen mit der Produktion. Also. Eine Werft bitte. Dann hatten wir 27 Produktionen und 3 Orbitale, dann noch 3 Fabriken daneben.
dann sollte das Verhältnis 10 zu 1 sein, so wie wir das anstreben wollten. Die Bevölkerungskontrolle mache ich mal aus, denn ein bisschen mehr Bevölkerung werden wir noch brauchen. Bei der Nahrung müssen wir aber hier uns ranhalten. Können wir denn noch hier irgendwo? Wie sieht es denn hier mit der Bevölkerung aus? Hier haben wir alle überall zu wenig Bevölkerung. Also Nahrungsproduktion haben wir im Moment nur hier. Haben sie aber angekurbelt. Aber wir haben noch eine große Reserve. Jetzt wird auch gemeldet, dass die Reserven langsam schrumpfen. Wir dürfen also hier keine weitere Zeit verschwenden. Und müssen hier wirklich eine Farm nach der anderen bauen. Naja, der meldet es immer wieder, weil jedes Mal eine Farm fertiggestellt wird, dann wächst aber die Bevölkerung wieder und dann kriegen wir wieder die Nachricht. In Gvorg ist Unruhe. Naja, das ist, weil die Welt jetzt so groß gewachsen ist. Hier sind 60.000. Dann wollen sie jetzt wieder eine Polizeieinheit mehr. Können wir machen, kein Problem. Ich werde hierbei aber aufpassen, dass wir dann das Bevölkerungswachstum stoppen. Sonst bekommen wir bald ein Nahrungsproblem. Aber hier wird schon eine Farm nach der anderen fertiggestellt. Da wirken wir entgegen. So, die Werft ist jetzt auch bald fertig. Und wir haben schon genug Bevölkerung. Jetzt muss ich hier das Bevölkerungswachstum wieder stoppen. Ah, da ist sogar noch genug Bevölkerung für eine Fabrik jetzt. Weil wir zu lange gezögert haben, dann machen wir noch die Fabrik. Dann sind wir zufrieden. Was ist hier fertig geworden? Ah, unser Spähschiff. Endlich können wir wieder was machen. Nachdem wir durch die allgemeine Inkompetenz unser Spielschiff verloren haben. Ich werde jetzt aber hier mal wirklich die sichere Route einstellen. Aha, das muss man wohl immer manuell machen. Und die Orbitalwerft ist endlich fertig. So, jetzt haben wir wirklich viel Produktion. Oh ne, das war der Wüstenplanet. Jetzt war es endlich mal gut, dass ich zu dem als erstes gekommen bin. Weil jetzt sehe ich nämlich, dass hier gerade nichts gebaut wird. Was können wir denn hier noch bauen? Der braucht sicherlich erstmal atmosphärische Dome. Wir könnten hier Metall abbauen. Radium haben wir schon. Ich meine Plutonium haben wir schon zwei Gebäude gebaut. Da geht nicht mehr. Das war auch bitter nötig. Denn Plutonium ist rar bei uns. Wie sieht es denn hier mit Metall und organischen Stoffen aus? Naja. Könnte man auch bauen. Ansonsten braucht der Planet aber hier nicht zu wachsen. Na gut, dann mache ich mal hier ein bisschen Metall. Mache ich mal hier zwei Dome und zwei metallurgische Anlagen. Dann ist der erstmal beschäftigt. Und hier wird ein Trägerschiff gebaut. Dann noch ein paar Kampfflieger. Aber wir werden noch ein Trägerschiff bauen. Vielleicht sogar zwei. Wir wollen möglichst viele Kampfflieger hier in den Kampf führen gegen die Piraten. Die wollten wir ja bald ausheben. Was ist hier? Ein erdähnlicher Planet. Ah, jetzt habe ich hier wieder... ist schon wieder Leerlauf gewesen. Ja, ja, das ist immer das Gleiche. Dann bauen wir jetzt hier einen Kolonisator. Dann können wir hier nämlich den erdähnlichen Planeten kolonisieren, bevor es jemand anders macht. Denn wir sehen hier, dass sich die Logans schon ausbreiten. Die haben sich hier schon den ozeanischen Planeten geschnappt. Gut, dass wir schneller waren mit den erdähnlichen hier. Und hier sehe ich gerade... Die Fabrik ist schon produktionsmäßig fertiggestellt, aber wir haben noch nicht genug Bevölkerung. Dann werde ich hier schon mal das Forschungszentrum vorschieben. Hier wäre halt wirklich schön gewesen, wenn das die KI automatisch machen würde. Hier ist ja auch die Automatisierung an. Also wäre schön, wenn die KI das dann zumindest automatisch
hochziehen würde. Oder noch schöner wäre es, wenn einfach das nächste Projekt gebaut wird, wenn das erste schon fertig ist und nur auf Bevölkerung wartet. Ich hoffe, das wird noch verbessert, denn das spart uns Mikromanagement. Hier ist das Forschungslabor ziemlich weit fortgeschritten. Da können wir das Projekt auch abbrechen, denn wir haben eh noch nicht genug Bevölkerung. Da kann also ruhig noch ein bisschen länger dran gebaut werden. So, und wir haben hier den Speer. Mit dem fliegen wir jetzt mal hierhin. Hier ist unser erster Träger fertig geworden. Der kann jetzt schon mal Jäger einladen. Wir haben ja hier 47 gehabt, jetzt sind 20 im Hangar. Wir haben ja zwei Hangars in dem Design. Pro Hangar hat man 200 Kapazität, da kann man 10 Kampfflieger pro Hangar einladen. Bei Bomberschiffen oder Torpedoschiffen ist dann entsprechend, glaube ich, ein bisschen mehr Platz nötig. Gucken wir nochmal hier die Produktion an. Also den Planeten haben wir wirklich schön zu einer Produktionshochburg ausgebaut. Gefällt mir sehr. Und da wäre sogar noch Potenzial nach oben. Aber ich musste das jetzt erstmal bremsen, damit wir bei der Nahrung nicht ins Hintertreffen kommen. Und hier ist wirklich... Vielleicht sollten wir hier das Bevölkerungswachstum auch erstmal stoppen. Jetzt sieht man auch, man kann also mehrere Initiativen gleichzeitig laufen haben. Und hier werden auch schon unruhig. Das heißt, die brauchen eine Polizeieinheit, weil sie 20.000 sind. Gut, bekommt ihr eine Polizeieinheit. Also wir müssen hier wirklich gucken, dass wir an Nahrung kommen, bevor die Reserven auslaufen. Vielleicht könnte man hier noch irgendwo... Wie sieht es denn hier aus? Hier ist ein Nahrungsmalus, also auch nicht so richtig. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir gerade wenig Bevölkerung. Aber dafür einen kleinen Nahrungsbonus. Ich glaube, ich baue hier auch mal eine Farm. Wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir an mehr Nahrung kommen. Sonst sind hier unsere Reserven bald erschöpft. Wenn wir hier eine... Hier können wir schon gar keine Farm mehr bauen. Und auf unserem Heimatplaneten auch nicht. Das heißt, wir müssen hier wirklich jetzt ordentlich gegensteuern. Sonst bekommen wir Unruhen im ganzen Imperium. Was ist hier fertig geworden? Ach nein, hier der Speer ist angekommen. Und hier ist ein Wurmloch. Das wollen wir aber nicht erkunden. Wir fliegen hier weiter. Ozeanische Planeten. Und hier ist eine Loginflotte. Das ist auch eine Loginflotte. Haben wir mit denen offene Grenzen? Mit den Logans haben wir... Ja, für nicht-militärische Schiffe haben wir geöffnete Grenzen. Und dann werden wir schon mal erkunden, wo die Logans nämlich überall Systeme haben. Denn wenn wir dann bald einen Krieg führen wollen, sollten wir ja vorher wissen, wo wir unsere Flotten hinschicken. Hier ist also ein Logan-Planet, erdähnlich. Ist aber noch nicht sehr weit entwickelt. Denn hier ist wahrscheinlich auch einer. Könnte sogar die Heimatwelt sein. Aber ich fliege erstmal hier hin. Was ist hier? Auch ein erdähnlicher Planet. Hier ist auch ein erdähnlicher. Ja, die haben eine ganze Menge erdähnliche Planeten. Also das lohnt sich wirklich für uns, da mal einen Feldzug ins Auge zu fassen. Hier können wir nochmal nachgucken. Und jetzt fordern sie auch noch... Jetzt fordern sie auch noch ein Tribut. Also wirklich. Und das nennt sich respektvoll. Du spielst mit dem Feuer, Freundchen. Ja, jetzt droht er mir auch noch. Naja, wenn wir mal sehen, wer am Ende das Problem hat. So, der nächste Träger ist bald fertig. In 3 Monaten. Dann bauen wir noch einen und dann werden wir noch ein paar Kampfflieger brauchen. Wir haben ja 47 Kampfflieger, das heißt, wir bräuchten noch 13, um den nächsten Träger zu befüllen. Brauchen wir noch 13 Kampfflieger.
Und das Plutonium wird wirklich langsam knapp. Wir müssen mal gucken, wo wir noch Plutonium... Ah, wir könnten Plutonium erhandeln. Wir haben im Moment... Obwohl, hier haben wir einen Planeten, wo eventuell noch... Aber der hat nur eine Plutoniumquelle. Hier können wir das Projekt auch stoppen. Der hat gerade nicht genug Bevölkerung, um die organische Anlage dann zu beschäftigen. Ich glaube, wir werden mal handeln müssen und etwas Plutonium uns besorgen. Wir haben zwar einen ordentlichen Überschuss, aber da wir jetzt so viele Schiffe gebaut haben, die brauchen sehr viel Plutonium, haben wir jetzt einen kleinen Engpass. Wir sehen ja, das Projekt könnte nicht abgeschlossen werden, bevor wir das Plutonium nicht haben. Das heißt, wir gehen mal in die Diplomatie. Hier, die Vagalan, die waren ja am anderen Ende. Die waren beim letzten Mal schon so freundlich. Die fragen wir jetzt mal nach Plutonium. So. Sagen wir mal 50 Tonnen habt ihr so viel. Die haben wieder 30 nur. Das scheint wohl so ein Wert zu sein, den die KI immer anstrebt, oder was? So, dann frage ich mal nach 30. Ja, das ist wohl wieder, die sind wohl wieder knapp unter 30. Dann frage ich jetzt nach 29. Okay. Wir können jetzt für Gravitonium, Radium, Metall und organische Stoffe. Ich kaufe es mal für organische Stoffe. Davon haben wir ja genug. So. Jetzt haben wir etwas mehr Plutonium und das sollte für unseren Träger reichen, aber so richtig reicht mir das auch noch nicht. Ich frage nochmal andere. Wen kann man da noch fragen? Die Menschen können wir nochmal fragen. Ne, da haben wir keine Kooperation. Mit denen hier. Den Erianern haben wir eine ökonomische Kooperation. Da fragen wir mal hier nach. 30 Tonnen haben sie. Die hätten vielleicht sogar mehr. Dann frage ich mal nach 100 Tonnen. Habt ihr so viel? Haben sie. Ja, sehr schön. Jetzt muss ich aber wirklich erstmal gucken, was wir verscherbeln. Ah, ich hätte ja da gucken können. Ich bin eine Pfeife. Aber wir haben ja tatsächlich mehr organische Stoffe. Also der Tausch gegen organische Stoffe wäre sinnvoll. Ich hätte ja hier gucken können, was wir haben. Aber da war natürlich der Verstand nicht da eingeschaltet. Können wir vielleicht sogar noch mehr. Na, 133 haben die maximal. Ich glaube, da kaufen wir den ganzen Vorrat. Denn wir wollen ja ordentlich Schiffe bauen. So, das kostet mich 273 Tonnen organische. Gut, machen wir. Haben wir eh genug. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Plutonium. Und wir müssten jetzt mal gucken, wo wir noch mehr Plutonium herbekommen. Weil die Produktion, die wir haben, reicht ja anscheinend nicht aus, um unseren Bedarf zu stillen. Wir könnten eventuell hier. Hier sind ja zwei Vorkommen. Das würde dann zwar unsere Forschung ein bisschen einschränken, aber nun ja. Militär geht vor. Wir bauen also hier eine Plutoniumanlage. Und wie sieht es hier aus? Hier könnten wir auch eine Plutoniumanlage bauen. Beziehungsweise eine radiochemische Anlage. Dauert 5 Jahre. Nur gut. Aber die muss die Forschung hinten anstehen. So ist das. Wenn das Militär anklopft, muss alles drauf eingestellt werden. Hier ist der Träger bald fertig. Der ist jetzt fertig. Und unsere Reserven in Nahrung gehen zur Neige, aber wir haben ja ordentlich Farmen gebaut. Ich baue mal hier vielleicht noch eine Farm. Ne, hier war ja nicht der Bonus. Hier war ja nicht der Bonus. Dann bauen wir hier noch eine Farm vorher. Ja, das wird hier so ein bisschen so ein bunt gemischter Planet. Was soll's. Muss halt den Anforderungen gerecht werden, die aufkommen. Der nächste Träger ist fertig. Können wir die Fliege einsammeln. Jetzt haben wir schon zwei Träger mit jeweils 20
Kampffliegern. Ach, jetzt habe ich das hier eingestellt. Das ist ja Quatsch gewesen. Der sollte ja hier Kampfflieger bauen und nicht auf dem schwachen Produktionsplaneten. Obwohl, jetzt kommt mir gerade der Gedanke, die brauchen ja keine orbitale Produktion. Das ist ja dann vielleicht sogar tatsächlich schlauer, wenn wir die Kampfflieger auf einem anderen Planeten bauen, der keine orbitale Produktion hat. Metalle brauchen wir im Moment eh noch nicht so sehr. Genau, das erscheint mir doch sinnvoll. Vielleicht können wir hier auch noch die Produktion ein bisschen steigern mit einer Initiative. Wir haben gerade so viel Gravitonium und Radium, da brauchen wir gar nicht mehr. So, was ist hier fertig geworden? Canopus. Wir sind in Canopus angekommen. Canopus ist auch ein... Ah, das ist die Heimatwelt. Hier haben sie gefunden. Das heißt, wahrscheinlich, wenn wir dann später einen Schlag machen wollen, wäre es wahrscheinlich günstig, hier einen zu kolonisieren. Dann haben wir eine Tankstation. Und dann von hier aus einen Schlag direkt auf die Heimatwelt zu führen, bevor der Gegner überhaupt sich einrichten kann. Was haben die denn hier an Schiffen? Mehrere große Schiffe, einen Militärsatelliten. Also die haben hier eine gute Verteidigung. Das wird nicht leicht. Was haben wir hier noch an... Wir haben nicht mehr viel Treibstoff, müssen also zurückfliegen. Aber erstmal sind hier eh die Piraten an der Reihe. Zwischendurch haben wir uns den Planeten auch noch angeschaut. Da sind wir vorbeigeflogen. Was ist denn hier? Hier können wir auch nochmal nachgucken. Flottenkonstruktion komplett in Deneb. Naja, der Kolonisator ist fertig. Und wir können ein weiteres Schiff bauen. Was bauen wir denn da? Vielleicht noch ein Kolonisator. Der hat noch überschüssige Bevölkerung. Und hier wollten wir ja den Erdähnlichen kolonisieren, bevor es jemand anders macht. Wie sieht es hier mit unserer Kampfflotte aus? Oh. Was fehlt denn hier wieder? Und wieder fehlt Plutonium. Also das ist wirklich so ein... Das Bauen von Schiffen ist wirklich teuer an Plutonium. Wir müssen also noch mehr für Plutonium sorgen. Hier wird schon gebaut. Hier bauen sie gerade die Polizei. Da müssen wir hier vielleicht wieder die Initiative starten. Das hier tatsächlich... Warum ist ja eigentlich das Bevölkerungswachstum gestoppt? Das hat wieder die KI automatisch gemacht. Wahrscheinlich, weil der Überschuss zu groß war. Wie sieht es hier aus? Hier ist auch die Bevölkerung gestoppt. Ich mache ja auch mal das Bonusprojekt. Wir brauchen jetzt wirklich das Plutonium. Vielleicht kann ich noch was erhandeln. Den können wir noch ansprechen. Mit denen haben wir keinen Vertrag. Aber ich frage mal. Oh, das wollen sie. Sehr schön. Habt ihr Plutonium? Ich brauche Plutonium. Ich gebe hier einfach mal eine große Zahl ein, um zu gucken, was sie haben. Maximal 66. Das wäre schön, wenn das gleich irgendwie angezeigt würde, was das Maximum ist. Dann würde ich mir diese blöde Anfragerei sparen. 66 Tonnen, frage ich an. Wir kaufen wieder für organische Stoffe. Und davon haben wir am meisten. Das ist schon mal schön. Weil das so gut lief, können wir gleich mal vielleicht nach der Forschung fragen. Oh, das wollen sie auch. Sehr schön. Die haben sich wohl über den Handel so gefreut. Und die Logans haben wir noch nicht gefragt. Mit denen haben wir auch einen ökonomischen Vertrag. Die frage ich mal auch noch. Die liefern dann, würden also dann das Plutonium liefern, das letztlich für ihren eigenen Untergang bestimmt ist.
133 haben sie. Dann fragen wir mal nach. Nach 133 geben sie uns her. Wir kaufen es wieder für organische Stoffe. So. Das sieht doch gut aus. Die Menschen hatten wir schon. Hatten wir die Menschen schon abgegrast? Ich frage mal an. Ja, die haben auch noch was. 73. Wir fragen nach 73. Und kaufen für organische Stoffe. So. Da haben wir jetzt also aus dem ganzen bekannten, aus der ganzen bekannten Galaxie das Plutonium abgegrast. So. Wo haben wir denn noch Plutonium? Hier. Also wir müssen wirklich gucken, dass wir mehr Plutoniumvorkommen erschließen. Da ist unser Bedarf riesig im Moment. Wahrscheinlich ist einfach so, dass Trägerschiffe so teuer sind. Wir können ja mal hier die Preise vergleichen. Jetzt bin ich wieder auf dem... Das passiert hier jedes Mal. Wie viel kosten denn Trägerschiffe im Vergleich mit anderen? Also die brauchen hier 450 Plutonium und eine Kampfkorvette. Ja, das wird sein. Das einfach die Trägerschiffe. Wahrscheinlich braucht der Hangar oder so sehr viel Plutonium. Und das wird der Grund sein. Das heißt, wenn wir unsere Produktion dann mal umstellen auf andere Schiffe, dann würde das Problem sich schnell lösen. Aber da müssen wir uns erstmal die Designs angucken. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben das Strike-Korvetten-Design. Haben wir das schon verbessert? Ich glaube, hier ist schon ein bisschen verbessert. Mit Ionenkanonen und Lasern. Nicht schlecht. Aber das sieht schon solide aus. Ich glaube, da habe ich schon mal früher eine gebaut. Aber wir können hier noch den Antrieb verbessern. Den werfe ich raus. Und wir haben ja schon diesen Doppelantrieb, den wir in einer Anomalie gefunden hatten. Aber ansonsten brauchen wir hier, glaube ich, nicht mehr viel machen. Wie sieht man schon, hier sind auch solche Gravitationstanks. Die passen hier genau rein, zwei. Deswegen ist die Reichweite ein bisschen größer. Aber die verbrauchen halt entsprechend mehr Energie. Aber dafür kann man dann schön zusammenpuzzeln. Hier haben wir Ionenkanonen überall anscheinend. Also das ist hier die mit Ionenkanonen. Das ist aber gut, weil Ionenkanonen eine höhere Reichweite haben. Und wir brauchen auch Schiffe, die ordentlich Reichweite haben. Gut, dann werden wir hier also erstmal... So. Kann man schon nicht mehr erzählen, wie oft mir das passiert ist, dass ich jetzt auf dem anderen Planeten gelandet bin. So, wir haben hier genug Plutonium. Das Projekt sollte also sofort fertiggestellt werden. Genau. Ist fertiggestellt worden. Hoppla. Wieder falscher Planet. Und jetzt wird hier die Angriffskorvette gebaut. Davon bauen wir vielleicht gleich mal zwei Stück. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier die Piraten angreifen. Hier haben wir schon 14 Kampfflieger fertig. Aber hier wird fleißig weiter an Kampffliegern gebaut. Ah, schau, die Kampfflieger brauchen also auch ordentlich Plutonium. Das ist wirklich, wir sollten hier wirklich noch gucken, wo wir Plutonium rausquetschen können. Alle möglichen Quellen sollten genutzt werden. Wie sieht es denn hier aus? Hier ist die Nahrungsproduktion. Da sind wir inzwischen im positiven Bereich. Das heißt, wir könnten hier auch noch zwei Plutoniumanlagen bauen. Das werde ich mal machen. Denn mehr Nahrung brauchen wir nicht sammeln. Wir haben genug in der Reserve. Ach, hier ist noch der Kolonisator. Den sollte ich vielleicht auch mal losschicken. Und hier ist ein Schiff in Alferk angekommen. Wo ist Alferk? Hier. Da sind die Erianer. Haben einen erdähnlichen Planeten kolonisiert. Und hier sehe ich noch eine Flotte. Fliegen wir auch mal hin. Ah, das war die Piratenflotte. Jetzt habe ich es schon wieder geschafft.
gut, hier sind wieder 80 Kampfflieger. Aber hier ist tatsächlich, wie vermutet, der Gaia-Planet. Ja gut, dann schauen wir uns zum Abschluss der Folge noch ein Feuerwerk an. Ich setze den mal auf Entkommen. Aber wahrscheinlich werden wir wieder direkt durch die feindlichen Kampfflieger fliegen und eine schöne Explosion sehen. Mach's mal ein bisschen schneller. Hier sind sie. Ja, bum 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 und gleich knallt's. Ah! Wir haben's überlebt! Ja, das ist doch ein schönes Ende für die Folge. Endlich mal ein erfolgreicher Rückzug. Prima. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!